Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Earthbound. Wir befinden uns immer noch in der Deep Darkness, beziehungsweise im leicht überdimensionierten Sumpf. Und ich habe Wort gehalten und nachdem ich die letzte Aufnahme beendet hatte, mal geguckt, ob und wo ich hier eventuell was übersehen haben könnte. Und ich habe tatsächlich was übersehen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt den richtigen Weg entlang warte. Ich glaube, das war nämlich hier. Denn, guck mal, diesen Frosch oder Kröte oder was auch immer habe ich beim letzten Mal ja gesucht und nicht gefunden. Wir haben den nämlich von der anderen Seite mal gesehen und scheinbar bin ich den... der greift nicht an. Scheinbar bin ich diesen Bereich hier noch nicht abgelaufen, so richtig. You may have forgotten, but Bob, I'm the return of Belsch. Oh nein. Oh nein, der Kampf, der war hart. Der war richtig hart. I fought you before. Pay you. Don't you remember my ripe odor? Belsch has trained more and has returned much stronger. Burp. Oh, das... Ich habe mich gerade voll erschrocken. Das wurde sogar vertont, WTF. Belsch has also changed his name to Puke. Barf, vomit, barf, barf, chuck, chuck. Drown to death in puke. Don't you think that's an incredibly masculine taunt to throw at you? Naja, gibt schon geilere Sachen, als in Kotze zu ersticken. Aber hey, interessant, was uns hier so für Szenarien angeboten werden. Okay, ich meine, das Gute ist, ich habe ja gespeichert. Das heißt, ich habe voll wenig PP, wie ich gerade feststelle. Das ist alles andere als geil, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen mit dem, was wir haben. So, wogegen ist der werte Herr denn empfindlich? 28. 28 ist ganz schön viel. Ich guck mal eben kurz, wie viel Schaden ich ihm hiermit mache. Und du, ich glaube, das versteht sich von selbst, du wirst jetzt mal so richtig auf die Kacke hauen. Ich hoffe nur, dass die Rockets ihm auch ordentlich Zunder geben. Ich hatte beim letzten Mal, hatte ich Honey, ne, um ihn irgendwie zu schwächen. Das habe ich ja jetzt nicht mehr. Ich muss mal gucken. Lass uns mal eine Runde starten. Zustandsveränderung könnte ich auch noch drüber nachdenken, das mal zu probieren. 247. Ja, ist okay. Ich meine, das war der zweitstärkste Zauber. Ich habe mir ein bisschen mehr von erhofft. Die... Was? Olaf swoopt? Was? Was? Olaf? Was hat Olaf denn jetzt hier verloren? Olaf used his new power. Psy Star Storm. What? Hallo Olaf, willkommen zurück. Du hast einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um zurückzukehren. Schaden kann sich auch sehen lassen. Was? Das war's schon? Okay, ich bin schon wieder maximal überrascht. Aber hey... Wurde wohl nichts draus, dass wir hier in Kotze irgendwie ersaufen und so unser klägliches Ende finden. The enemy left a present. Inside the present there was a Casey bat. Ralph took it. Peter's level is now 57. Boah, die werden so schnell groß, die Kleinen. Guck mal, wie weit wir levelmäßig schon vorangeschritten sind. Ich erinnere mich noch an den Start dieses Let's Plays, als wäre es erst gestern gewesen. Und nur weil ich jetzt hier in Nostalgie schwelge, braucht ihr mir hier nicht ein Rotzlevel ab nach dem anderen nachzusetzen. Das war gerade für alle Charaktere, für ausnahmslos alle, kompletter Murks. Was da gerade an Upgrades reinkam. Das hat eigentlich die Bezeichnung Upgrade schon gar nicht verdient. So, Olaf ist jetzt offiziell wieder im Team. Warum auch immer. Kam angeflogen und hat unserer Mannschaft geholfen. Ich meine, dankbar bin ich ihm schon. Das Wichtigste ist vor allem, dass ich mit ihm jetzt eine weitere Heiloption habe. Denn, Heilen ist jetzt hier gerade ein bisschen tricky. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier noch ein richtiger Boss kommt. Also der hat sich eher angefühlt wie ein Zwischenboss, aber kein Plan, was Earthbound hier noch so für uns bereithält. So, ich will jetzt auf jeden Fall nicht nochmal den Fehler machen und hier irgendwas übersehen. Das hat mich ein bisschen getriggert, muss ich sagen, dass ich am Ende der letzten Folge nicht wusste, wohin. Und dann erst gesehen habe, dass ich da eine Route übersehen habe. Das passiert mir eigentlich eher selten. So, wo war das nochmal hier? Piggy Nose. Achso, das Item habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Machen wir gleich. Traffic doesn't seem to be around here. Schade. Sah für mich auch so eine Ecke aus, die richtig sein könnte. Aber scheinbar würde ich als Entwickler die eher anders positionieren, als die Entwickler es selbst taten.
So, Ralf war jetzt derjenige, der Casey Bad erhalten hat. Mal gucken, was der Text sagt. Peter can equip this weapon. You can't help but swing this bat with all your might. There's a good chance that you may just whiff. Okay, warte mal, irgendwie hatten wir das? Hatten wir das nicht schon mal? Hat der überhaupt noch Platz? Nee. Peter hat keinen Platz, weil er mit Karamell und Affenliebe vollgedröhnt ist. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen umdisponieren. Und Olaf ist wieder da. Und er hat auch all die Sachen wieder mitgebracht, die er beim letzten Mal noch in petto hatte. Das ist auch interessant. So, dann darf Ralf einmal übergeben. Denn anders... Huch. Anders kommen wir da ja scheinbar nicht ran. So, und wenn ich jetzt auf Equip gehe, dann... What the heck? Was ist das bitte für ein Riesensprung? Ich glaube, ich habe noch nie so einen krassen Boost für die Offense gesehen. Wie jetzt hier bei der Waffe. Das ist krass. Das ist echt krass. Die alte Waffe kann ich dann zu gegebener Zeit verkaufen. So, ich muss mal schauen, dass ich jetzt hier jetzt auslasse. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, da ist auf jeden Fall ein Gegner. Ich werde jetzt wieder links alles ablaufen, okay? Wenn ich alles links ablaufe, dann ist die Welt in Ordnung und dann übersehe ich nichts. So besagt ist der Mythos. Und so wird es auch hier wieder sein. Ey, ganz ehrlich, mit Olaf an unserer Seite habe ich das Gefühl, dass ich mich vor gar nichts fürchten muss. Außer vor Charakteren, die daneben hauen. Die sind halt immer ein Grund zum Fürchten, ne? Und hier halt ein bisschen überrepräsentiert. Olaf macht kaum Schaden, das ist schade. Ey, weißt du, jetzt hat vor allen Dingen Peter seine neue Waffe bekommen und trifft einfach nicht. Wie traurig ist das bitte? Auf einer Skala von 1 bis 10 eine fette 200. Ey, jetzt haut Olaf auch noch daneben. Ich meine, Olafs... Seriously? Okay. Vielleicht werden wir heute im gesamten Part einfach nicht zu sehen bekommen. Einfach aus Prinzip, dass Peter auch mal imstande ist zu treffen. Ich weiß es nicht. Aber wir gucken mal. Es kann ja... Ey, manchmal explodiert der Bildschirm so ein bisschen. Als würden meine Leute dann hier und da mehr Schaden fressen, so für einen kurzen Moment. Wisst ihr, was ich meine? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich will mal Mandy sicherheitshalber einmal ein bisschen stabilisieren mit einem kleinen Heilzauber. Ach, sie kommt nicht mal auf 200. Ah, dann hätte ich das gar nicht machen müssen. Ich glaube, wenn du dich zu lange in der Suppe aufhältst, dann wird das irgendwie zum Problem. Okay, es kommen zwei Gegner. Peter, wenn du jetzt wieder daneben haust, dann... Ich meine, von seinem Damage-Output hängt unser Überleben auch ab. Was habe ich denn hier nochmal gemacht? Ich glaube, ich habe den Schleim... Womit habe ich den immer angegriffen? Mit Freeze? Ah, das ist blöd, ey. Ich weiß noch, dass bei dem irgendwas richtig gut funktioniert hat. Ich versuche den jetzt mal zu freezen. Und wenn es nicht klappt, dann ist das so... Das ist bitte eine gute Entscheidung gewesen. Seit 252. Ja, reicht nicht, um den zu töten. Ey, Peter haut die ganze Zeit daneben. Wie oft hat er jetzt angegriffen? 3 oder 4 Mal? Und kein einziges Mal, seit er die neue Waffe hat, hat er getroffen. Was ist da los? Ich werde mir das vielleicht noch einen weiteren Kampf geben. Und wenn sich da nichts tut, dann gehe ich zur alten Waffe wieder zurück. Gut, dass ich ihn nicht weggeschmissen habe. Oder es ist einfach mega der Zufall, das weiß ich nicht. Oh nein, nicht auf Olaf. Der kann das doch nicht wegstecken. Ey, Peter trifft einfach nicht. Liegt das jetzt an der Waffe oder habe ich heute einfach schlechtes Karma? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal in die nächste Runde. Ich weiß nicht, ob Olaf das jetzt überleben würde, wenn der jetzt nochmal angegriffen werden würde, aber... Der Slime, der ist defeated. Kann mich mal jemand aufklären? Wegen der Waffe? Ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Ich sag mir jetzt die ganze Zeit, okay, einen Kampf probiere ich noch. Aber ich habe halt auch irgendwann keine Heil-PP-Kapazitäten mehr. Und da sehe ich mir gerade so ein bisschen die Felle davon schwimmen. Ey, da ist ein O-Baby. Sehr schön. Leider wieder nur mit einer plus 3. Aber man nimmt, was man kriegen kann. So... Peter, der Meter, was mache ich mit dir? Was ist das für eine komische... Weil, wisst ihr, was mich zu der Annahme verleitet? Dieser riesige Sprung einfach im Angriff. Das ist unnatürlich.
Das ist, wenn man das Spiel betrachtet, wie es bisher lief, ist es einfach super unnatürlich, weil wir normalerweise immer Boosts von 15, manchmal auch 15 oder so hatten, aber nie in der Größenordnung. Und das ist wahrscheinlich so eine Waffe. Das ist wahrscheinlich so eine Waffe, die dann, wenn sie mal trifft, richtig ordentlich austeilt, aber auch nur, wenn sie trifft. Und dann tut sie das halt ultra selten. So, warte mal, ich glaube, hier waren wir schon, richtig? Ja, da oben rechts stand ich und habe vergeblich nach Trüffeln gesucht, alles klar. Ne, dann gehen wir weiter. So, ich weiß nicht, in welchen Zeitabständen ich das immer mal wieder probieren soll. Ich habe ja bisher immer so die abgelegenen Ecken im Blick gehabt oder hätte vermutet, dass es dort am ehesten was gibt. Vielleicht muss ich einfach mich zentral hinstellen und einfach so suchen. Guck mal, it is around here somewhere. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie in der letzten oder vorletzten Folge schon mal. Es kann halt überall sein. Ich hätte eine ganz andere Motivation, wenn bei meinem ersten Versuch, wo ich so ganz viele Punkte innerhalb einer relativ kleinen Umgebung abgesucht habe, wenn dort mal irgendwie was ein Erfolg mit dabei gewesen wäre. Ich weiß bis heute nicht, was die Trüffel eigentlich machen. Das könnt ihr mir gerne sagen, weil ich glaube, das Gebiet geht jetzt ja auch nicht mehr ewig lang. Und ich hoffe, dass hier nicht irgendwann mal ein NPC vor mir steht, der nach Trüffeln fragt, die ich ihm dann nicht geben kann. Das wäre ultra traurig. So, vor dem Gegner habe ich sehr viel Angst. Nicht mal Respekt, vor dem habe ich einfach nur Angst. Weil der hart unfair ist, wie wir inzwischen wissen. Aber Peter hat seine Waffe, die jetzt hier hoffentlich wieder trifft. Was war hier nochmal zu beachten? Ich glaube, Freeze hat gegen die nichts genützt, ne? Ich glaube, Feuer war hier die beste Option. Ich habe so eine Panik vor diesem Gegner, dass ich kurz überlegt habe, dem eine Rocket irgendwie um die Ohren zu hauen. Weil egal wen der Gegner jetzt mit seinem stärksten Angriff attackiert, der ist tot. Das war der krasse Angriff, ne? Ja. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Ich verstehe nicht, wie man das so programmieren kann. Ich bin einfach nur fassungslos, immer wieder aufs Neue. Also um den Gegner werde ich dann zukünftig auch einen Bogen machen, wenn ich den aus der Entfernung sehe oder versuchen, den irgendwie auszuhebeln, ne, indem man einmal kurz aus dem Bild läuft. Boah, nee, ey. PP. Schwierig. Ganz schwierig. Warte mal, hat Olaf auch wieder beleben? Kann ich jetzt mit Olaf hier gar nicht zaubern? Ging das nicht? Doch, hier. Olaf. So, er hat auch Healing. Das gute Healing. Das heißt, einmal bitte Mandy wieder zurückholen. Boah, ey. Also, schön ist das nicht, was hier passiert. Schön ist das absolut nicht. So, live up. Ich glaube, ich heile mal alle einmal durch. So, und dann hoffe ich sehr, dass ich diesen Bereich hinter mir lassen kann, den ich sehr mochte. Vom Aufbau her, von der Musik her. Aber die Gegner schon wieder fernab von Gut und Böse. Also ich meine, das wird im nächsten Gebiet dann wahrscheinlich auch nicht viel besser sein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Was seid ihr denn für süße Duzi-Dus? We're shy. So klingt irgendwie auch die Musik. Die suggeriert das irgendwie schon so ein bisschen, aber was seid ihr? Wir haben bestimmt schon mal von euch gehört und ich krieg's nur nicht zusammen. Oh, was ist das denn hier für eine Ecke? Ich glaube, das ist unsere All-You-Can-Do-Ecke, ne? Hier können wir telefonieren, hier können wir wahrscheinlich auch abspeichern, uns vielleicht auch heilen. Weird Junk. Oh ne, ist einfach nur der Schrottplatz. No problem hier. Aber hier kann ich was plündern. Jawohl. There's a Death Ray inside. Ralph takes it. Was ist ein Death Ray? Wie kann ich das denn einordnen? Erzähl mal. Ey, ich habe schon wieder massive Platzprobleme hier. Help! Death Ray. Ralph can equip this weapon. Ach, das ist eine Waffe. Ja, perfekt. So, warte mal. Equip. Ralphy Balfi. Crusher Beam zu Death Ray. Muss ich jetzt ja auch Angst haben, dass wenn ich dir das anlege, dass du dann deine Gegner nicht mehr triffst? Ich meine, der Sprung ist hier nicht so groß wie bei der anderen Waffe, aber trotzdem.
Obacht ist geboten. Hier hat jemand seine Ravioli-Dose liegen lassen. Briefkasten kann ich mir auch nicht angucken. Aber wir können bei Muttern anrufen. Das mache ich jetzt mal. Sie wird wahrscheinlich das sagen, was sie immer sagt. My son would have thought you were such a brave kid. Oh yeah, you're a hero, honey. Das hat sie aber schon länger nicht mehr gesagt, wenn sie das überhaupt jemals gesagt hat. So, ich würde jetzt mal unseren Vater anrufen nach langer Zeit mal wieder. Wir haben auf jeden Fall einiges an Geld angehäuft. Experience? Nee, das wollte ich gar nicht wissen. Konnte ich bei dem nicht aber auch regulär nochmal speichern? What do you need? Racket. Genau. All done. Your dear old dad was also thinking about hitting the hay for the night. I have created the racket of your adventure to this point. Good night, sleep tight. Continue, bitte. Jawohl. Einfach nur für den aller übelsten Notfall, dass vielleicht mein Safe State hier irgendwie flöten gehen könnte oder so, dass ich dann auch nochmal in-game eine Absicherung habe. So, kann ich mit irgendjemandem hier auch handeln? Die sagen alle auf jeden Fall das Gleiche. Nee, gar nicht. We are shy. Rumor, I heard a book to fix shyness there is. Where? Don't know. Just a rumor. Na das, ey, wenn es sowas in echt gäbe, ne? Ich würde das nicht gut finden, wenn es sowas gäbe, ehrlich gesagt. Das würde wahrscheinlich vielen Menschen helfen. Aber dann hätten wir gar keine schüchternen Leute mehr auf der Welt. Und das fände ich irgendwie schade, weil ich schüchtern sein nicht prinzipiell nur negativ finde. Also ich selber wäre auch in manchen Situationen gerne weniger schüchtern, aber wenn es das gar nicht mehr gäbe, ich glaube, mir würde irgendwas fehlen. So. Also nicht nur bei mir, also nicht bei mir selber, sondern so im so zwischenmenschlichen Umgang. Stell dir mal vor, es gäbe keine schüchternen Menschen mehr. Ist total verstörend, die Vorstellung. Hotel hier. Alles klar, übernachten ist also drin. In the hole in we have. Free stay. Oh, umsonst sogar. Dankeschön. Okay, you stay. Yes, I'm here to stay, würden Korn jetzt sagen. Aber wir sind nicht Korn und wir machen auch keine Musik. Oh, das ist unsere Unterbringung. Das hier, wir haben einfach in der kalten Höhle auf dem Boden geschlafen. Na gut, aber wir mussten immerhin nichts bezahlen und wir sind gut erholt, nehme ich an. Ne? Das sieht gut aus. Endlich sind die PP wieder voll. Genau zur richtigen Zeit. Oh, guck mal, hier steht ein Kaffeetässchen oder ein Teetässchen oder was auch immer. Sehr süß. Ich mag euch. Ich verstehe zwar nicht, was hier abgeht, aber ich will gar nicht wissen, endlich, dass sie am Ende abgehen wie die Schnitzel, wenn du denen das Buch bringst, um gegen Hot Springs Good All Over. Um ihre Schüchternheit zu bewältigen. Nicht, dass sie dann voll unangenehm und penetrant aufdringlich werden. So, resting well in the hot spring healed you. Okay, da hätte ich ja doch noch die ein oder andere Blume da draußen bekämpfen können, aber das werde ich zugunsten meiner Nerven nicht tun. Wobei man eigentlich Olaf noch ein bisschen nachleveln müsste, ne? Item Shop hier. Wirklich nur Items? Hä? Achso, der handelt wahrscheinlich erst, wenn seine Schüchternheit bezwungen wird. Oh, hier ist eine Sackgasse. Alles klar, mit dem Stein kann ich auch nichts tun. Shy that we are. There's only one Tender who's not shy. Ach, die heißen Tenders. Bin ich die Einzige, die an Milka Tender denken muss bei dem Namen? It's me, Bobby. You know what? There's something scary that comes from the underground. So we covered up the hole. There are lots of dinosaurs there. I went there once, but I came right back because I was so surprised. There was a talking stone that talks a lot. Do you want to go and see? I understand, but I'm not as strong as I look. I'm sorry, I guess I can't help you. The guy next to me is strong, but he lacks conversation skills. He needs to overcome his shyness first. Okay, also er ist der Erste, auf den ich zugehe, wenn ich irgendwas habe, um Schüchternheit zu bekämpfen. Oh, I wanna talk. Ja, was mache ich jetzt um... Ich muss an den Stein. Er muss den Stein für mich verrücken. Sonst kann ich ja gar nicht in den Underground, wo Dinosaurier auf uns warten sollen. Das ist schon wieder alles so minimal verstörend, aber was willst du machen? Ich komme hier an den Stein irgendwie nicht ran. Ich habe jetzt aber nichts in meinem Inventar, was irgendwie hier weiterhilft, oder? So ganz weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Ich dachte, dass ich den Stein eventuell verschieben kann. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe.
Nicht, dass ich jetzt mit jemandem sprechen muss, aber ey, wenn, dann muss das ja jemand von den beiden da unten links sein. So, ich versuche mal den Ort zu verlassen. In der Hoffnung, kann ich hier eventuell noch irgendwas machen? In der Hoffnung, dass mich vielleicht irgendjemand aufhält und irgendein Dialog getriggert wird oder so. Vielleicht sagen auch meine Leute so, hey, bringt nichts, wir müssen erstmal hier für klar Schiff sorgen. Ich kann aber ganz normal zurück. Oh. Ah, ich wollte gerade sagen, es hat sich auch nicht so angefühlt, als wäre das Dad. Zumal ich ja gerade eben mit meinen Eltern telefoniert habe, mit beiden Elternteilen. Hello, it's been a while since we talked. This is Apple Kid. We're having beautiful weather here. I'm now at Dr. Andonas Lab in Winters. The doctor doesn't seem to be around right now, but I'm just working on my eraser machine. Doppel-Eraser. Okay, was ist gerade passiert? Hallo, lebst du noch? Hey, oh no, what are you doing to me? Oh oh. Who are you? Klick. Ich glaube, wir müssen nach Winters. Oh oh, Sturm klingeln. Peter, I haven't talked with you in ages. This is Orange Kid. We're finally coming near to the end of our research on how to change a boiled egg back into a raw egg. By the way, Apple Kid is missing. He left here saying that he was going to see Dr. Andonas in Winters and he never came back. I was hoping to borrow the book Overcoming Shyness from him. Ja, das wollen wir auch. But suddenly he disappeared. I haven't read the book, so I'm not very good at talking. Sorry. I'm also working hard on my invention, so I hope you'll understand. Say hello to your friends for me. Klick. Wow. Also hier überschlagen sich auf jeden Fall die Oh Gott, da sehe ich Bäume. Da weiß ich schon mal, wo ich auf jeden Fall nicht langlaufen möchte. So, Preisfrage ist, kann ich mich jetzt hier porten? Reicht die Laufstrecke oder reicht sie nicht? Ich glaube, du wirst ein bisschen hin und her navigieren müssen, aber prinzipiell sollte das hinhauen. It's me, Bubby. You know what? There's something scary that comes from the underground, so we covered up the hole. Gut, also das wird dann unser nächster Ort sein, sobald wir das Item gefunden haben. Boah, mit Winters habe ich voll die traumatischen Assoziationen, die ich damit verbinde. Dieser Part, ne, wo ich so... Der hat mich so genervt, wo ich nicht wusste, wie ich diesen Teleport-Zauber richtig einsetze und dachte, ich wäre jetzt hier für den Rest meines Lebens gefangen. So, ich versuche jetzt mal hier die Strecke zu laufen. Es werden sich mir safe welche in den Weg stellen und ich werde mich gleich wieder tierisch aufregen, aber wenigstens weiß ich jetzt... Ach so, was ich tue. Oh nein, ich muss das draußen machen. Draußen bei den Gegnern? Wie genau soll das bitte gut gehen? Ich weiß es nicht. Das heißt, ja, ich weiß, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, wenn es jetzt von hier gehen würde, aber vielleicht habe ich vorhin in die falsche Richtung geguckt oder so. Nein, habe ich nicht. Es geht hier einfach nicht. Ich wollte es verdrängen, aber ich kann es nicht verdrängen. Ich muss mich jetzt damit konfrontieren. Okay, so. Nein. Nein, ich meine, ich kann umsonst übernachten, ey. So ein paar Fehlversuche wären jetzt auch nicht so der Untergang, aber irgendwie wäre das doch ein bisschen Untergang. Warte mal, ich brauche eine gute Strecke. Reicht die hier aus? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, ich versuche es jetzt mal in die Richtung. Ich weiß nicht, wenn ich durch den Sumpf warte, ob ich trotzdem Teleport einsetzen kann. Scheint zu funktionieren. Zumindest komme ich jetzt hier in die Liste. Deep Darkness kann ich auch anporten, okay. Und Tender Village sogar auch. Ich kann mich nur nicht von da wegporten. Okay, dann gehe ich jetzt mal nach Winters. Aber dann komme ich... Dann komme ich leider nicht dorthin, wo der Prof auf mich wartet, ne? Wie habe ich das denn damals gemacht? Weil ich komme dann nach unten wieder... warte, ich gucke erstmal, ob ich jetzt mich überhaupt weggeportet kriege. Ich musste, glaube ich, über irgendeine andere Route dahin. Oder kann ich dieses Flugdingens irgendwie noch nutzen? Oh, ey, das ist so ätzend, ey. Ich verteufel dieses System einfach, weil es so unnötig dumm ist einfach. Ich will die Blume nicht bekämpfen. Wir werden heute wieder nichts weiteres gebacken kriegen in der Folge, außer dass ich versuche, irgendwie einen Weg zu finden. Kann diese Kackblume sich einfach mal verdünnisieren? Jetzt hat die sich da festgefressen oder was?
macht richtig Laune. Richtig geil einfach. Starstorm. Mach. Dass sie aber auch nicht verschwunden ist, ne? Wenn du 10.000 Mal nach oben und wieder nach unten läufst. Ist das einfach nur frustrierend. Schlimmster Teleport-Zauber, den ich jemals in einem Videospiel kennenlernen durfte. Und ja, man könnte jetzt sagen, sei doch froh, dass es überhaupt einen gibt. Nein. Nein, einfach nein. Dann soll man lieber auf den Einsatz eines Teleport-Zaubers verzichten und dafür die Wege zu Fuß halbwegs zugänglich machen, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert, als das so zu lösen. Ganz ehrlich, wenn ich die Qual der Wahl habe, dann steckt euch diesen Zauber bitte sonst wohin. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich das am besten mache. Ich wollte jetzt eigentlich, jetzt bin ich aber so ein bisschen raus. Jetzt ist das dieser dreckige Mistbaum. Jetzt folgt er mir auch. Ich wollte hier einmal ein bisschen auf meiner Route ein bisschen nach oben ziehen, so ganz leicht. Wenn ich jetzt hier starte und ich... Es ist hier schon wieder ein Baum. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock, euch zu bekämpfen. Das gibt's einfach nicht. Warum macht man das so? Warum? Ich mach's jetzt andersrum. Ich werde wahrscheinlich jetzt direkt in den Gegner reinrennen oder so, aber ich versuche das jetzt hier einzusetzen und ein bisschen nach unten zu laufen. Ey, vor allen Dingen das Frustrierende ist, ich weiß nicht mal, ob Winters jetzt die richtige Anlaufstelle ist. Ach so, ich dachte... Der wird im 90-Grad-Winkel, dreht er sich einfach um. Ich dachte, der läuft nur ein bisschen... Ich konnte das, meinte ich, auch so ganz leicht nach oben, nach unten steuern. Ich wollte nicht direkt nach unten gehen. Mei. Ich krieg's nicht hin. Sorry. Es sieht deutlich einfacher aus, als es ist. Das kann ich euch garantieren. Ich versuch's jetzt von unten nach oben. Was für ein Müll. Was für ein Müll. Ich komme hier gerade nicht weg. Ich bin gerade so bedient. Ich habe gerade so gar keinen Bock mehr, diese Rotze hier weiter zu spielen. Ich habe es jetzt hier nochmal probiert, weil ich finde, dass das eigentlich relativ gut aussieht so. Knallt er gegen den Baum. Wenn ich nach unten drücke, macht er eine 90-Grad-Drehung und knallt gegen diesen Baum stumpf hier. Ohne Worte einfach. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was man hier noch kommentieren soll. Hier ist relativ viel Platz, dann kommen aber ständig auch diese Gegner dazwischen. Das ist ein neuer. Richtig geil, ey, bester Moment. Wirklich, kriegst meine volle Aufmerksamkeit. Gibt gerade nichts, was mich mehr interessiert als ein neuer Gegner hier. Der einfach sterben. Wenn ich wenigstens wüsste... dass meine Portierung nach Winters jetzt Früchte tragen würde. Aber ich glaube, ich mache das umsonst. Ich weiß nicht mehr auswendig, wie ich damals... Doch, ich bin über Threed, über die Maschine dann wieder zu dem Doktor an Donuts geflogen. Und wo bin ich dann gelandet? Nachdem ich von dort wieder weggeflogen bin... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich muss mich an einen komplett anderen Ort eigentlich hinporten. Ey, diese Kämpfe, ne? Oh, ich bin gerade so maximal genervt. Ey, es glaubt mir kein Mensch. So, bitte jetzt einmal Thunder vielleicht ausnahmsweise auch mal treffen. Nee, natürlich nicht. Richtig geil. Richtig geil. Mann, hatte ich heute einen Bock auf Earthbound, ey. Hat sich ja direkt wieder verflüchtigt. Glückwunsch. Haut alle daneben. Gar kein Thema. Alle. Immer daneben hauen. Wir haben hier sonst eh nichts anderes heute zu tun. Also ist überhaupt gar kein Thema.
Ist nicht so, dass der Schwierigkeitsgrad hier irgendwie sowieso die ganze Zeit so dermaßen reinkickt, dass man schon genug andere Sorgen hat, aber haut ruhig daneben. Richtig schön von Vagrant Story abgeguckt, kann man mal machen. Könnt ihr euch richtig die Hand geben. Zählt wahrscheinlich eh schon Best Buddies oder so. So, ich versuche jetzt die Strecke nochmal. Also was heißt nochmal? Zum ersten Mal. Ey, auch dieses Menüchen, ne? Ich habe jetzt ja ein bisschen was rausgeschnitten. Ihr habt ja jetzt nicht alles gesehen. Hat nicht ausgereicht. Ernsthaft? Warum? Warum? Ich checke es nicht. Warum muss man Dinge so hässlich kompliziert machen, Mann? Warum? Das ist, glaube ich, ein neuer Gegner. Die grünen Kröten hatten wir bisher noch nicht. Ja, großer Haufen Kotze. Das ist auch das, was ich am liebsten auf das Spiel gerade absondern würde. Können wir uns die Hand geben? Oder lieber nicht? Was hilft gegen Kotze? Ich weiß nicht. Alles nicht. Einfrieren haben wir nichts mit gewonnen. Die verbrennen, das wird dann richtig lecker riechen, wenn wir damit durch sind. Ich will einfach nur diesen Ort verlassen. Ich will einfach nur diesen Ort verlassen. Es kann doch nicht so schwer sein. Übersehe ich irgendwas? Hätte ich am Telefon jemanden anrufen können und mich mitnehmen können? Das ist nochmal so eine ganz andere Form von Frustration verglichen mit Vagrant Stories. Das ist was ganz anderes. Der Outcome, der fühlt sich vielleicht ähnlich an. Aber es sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist halt auch nichts, womit ich hier gerade struggle, wo du in irgendeiner Form besser werden kannst. Oder es ist einfach so dieses Entsetzen darüber, dass der Schwierigkeitsgrad hier auf so hässliche Art und Weise einfach nach oben getrieben wird. War bei Vagrant Story auch so. Ich hab keinen Bock mehr. Ich höre gleich auf mit dem Part, ohne Witz. So, Mandy ist gelähmt. Glaube ich. Hält das noch an nach dem Kampf? Ja. Psi. Healing. Falsches Menü. Status. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, was sie hat. Sunstroke, Sleep, die drei sind's nicht, also wird Better hier am ehesten die richtige Heilung für sie sein, oder was? Obwohl ich das anhand der Auflistung da auch irgendwie nicht zuordnen konnte. No Visible Effect, okay, wie kriege ich den Scheiß jetzt hier geheilt? Was will das Spiel jetzt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Cold ist es nicht. Sunstroke ist es nicht. Sleep würde ich sagen auch nicht. Oder könnte das Sleep eventuell sein? Ich meine, so kann man auch schön seine PP auf den Kopf hauen. Gar kein Thema. Psi. Olaf. Healing. Mandy. Probieren wir einfach alles mal aus. No visible effect. Okay, gehe ich jetzt aufs Teuerste. Wenn das auch nicht funktioniert, dann Glückwunsch. 20 Tacken für einen Zauber. Warte mal, ich lass das mal lieber Peter machen. Der imstande ist, wieder zu beleben. Aber eventuell nicht. Irgend so eine Numbness. Okay, sie ist also numb. 20 PP, um Numbness zu heilen. Okay. So, wo habe ich jetzt eine Anlauffläche, die groß genug ist, hier auf der linken Seite eventuell. Da, wo ich vor nicht allzu langer Zeit den Part beendet habe. Hier. Vielleicht. Wobei, nee, hier sind auch so Hindernisse überall im Weg. Was? Ich habe jetzt eventuell eine Strecke gefunden, die sehr
die sehr lang geht, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig positioniert. Nächster Versuch. Wo bin ich da jetzt bitte gegengeknallt? Ach, mhm. Geil. Wirklich. Richtig geil, dieses Spiel einfach. Einfach nur Bombe. Ich kann meiner Begeisterung gerade kaum Ausdruck verleihen. So begeistert bin ich. Glückwunsch, Earthbound, ey. Glückwunsch. Beste Ideen, die hier eingeflossen sind. Das heißt, ich wäre jetzt eventuell weggekommen, wenn der Gegner sich hier nicht eingeklinkt hätte, oder was? Juckt mich nicht dein Level ab. Ich werde gleich in Winters stranden und feststellen, dass das falsch war. Ich weiß aber auch nicht mehr... Es kommen ja noch mehr Gegner. Ist das zu fassen? Kennen wir die? Haben wir die hier schon mal gesehen? Ich glaube nicht. So, Feier. Keine Ahnung, ob das hilft, aber das müssen wir dann wohl rausfinden. Sieht aber gut aus. Ja, das war, glaube ich, ganz gut. Wobei, vielleicht war es auch nicht gut, weil die Gegner super easy sind und gar keine Steigerung von denen, die wir schon mal irgendwo getroffen haben. Also das Gegnerdesign ist sehr vertraut, aber ob es jetzt genau die gleichen sind? Nee, es scheint schon eine stärkere Ausführung zu sein. Bei 10.000 haben wir damals nicht bekommen. Aber die waren damals schon in dieser Höhle, wo wir die erstmals angetroffen haben. Da waren sie, glaube ich, noch grün. Entschuldigung, da waren sie schon relativ rentabel. Und das ist hier ähnlich. Vielleicht hätte ich auch gar nicht den ganz starken Feuerzauber hier einsetzen müssen. Keine Ahnung. So. Wenn ich jetzt hier noch weiter nach links gehe, das habe ich eben schon probiert, dann geht ein kleines Stück nach oben. Dann habe ich wieder Angst, dass das dann nicht hinhaut. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal hier. Gott sei Dank. Hauptsache weg von diesem Ort. Jetzt bin ich wieder hier und hier sind Leute. Warum? Ralph, long time no see. You've gotten taller. Oh, I don't have time to chat right now. Tony's missing. I thought he was with you. He suddenly disappeared. He's usually very responsible and leaves a note at least. Okay. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass hier Leute rumlaufen und mich auf Tony ansprechen? Aber eigentlich ist das hier nicht mein Ziel, ne? Ich brauche einfach wieder ein Bubblegum-Äffchen. It's me again, the chewing gum monkey's wife. Perfekt. Komm bitte einfach wieder mit. My husband left me here to go play with Tessie along the shores of Lake Tess. Komm ich da jetzt rüber, wenn ich da runtergehe? Oh, das wäre so balsam für die Seele, wenn ich in der nächsten Folge einfach weiterkäme und mir keine Gedanken darüber machen müsste, wo ich hin muss. Ich guck mal kurz, ob ihr aufgestockt habt. Verkaufst du jetzt wieder Bubblegum? Sorry, the Bubblegum is sold out. Aber wenn die da rumspielen, vielleicht komme ich ja dann trotzdem irgendwie rüber. So, T-Rex Bed. Ich könnte jetzt hier auch ein bisschen was verkaufen. Warte mal, die Waffe, die alte Waffe von Ralph, die könnte ich, glaube ich, weghauen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das war nämlich Crusher Beam. Weil Death Ray scheint ja zu treffen. Ich habe hier scheinbar nicht das gleiche Problem wie bei der Waffe von Dings. Habe ich ansonsten noch was zum Verkaufen? Bestimmt, ne? Aber alles wollte ich... Ey, das mit dem Casey Bad, ne? Ich würde das am liebsten... Key to the Tower werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen. Talisman Ribbon. Das hat sie nicht angehört. Das kann ich verkaufen hier. Weil Souvenir Coin war besser. Und Ribbon ist, glaube ich, Schleife, ne? Ich glaube, das kann auch nur sie anlegen. Thank you very much. Okay, so. Gut, dann lass uns jetzt nach Süden aufbrechen und gucken, ob am See sich irgendeine Gelegenheit bietet, rüberzukommen. Ich werde jetzt unterwegs wahrscheinlich wieder von einigen Gegnern in Beschlag genommen. Ich muss aufpassen, das sind nämlich hier diese Mistviecher, die mich mit Diamondization oder wie das heißt hier ärgern wollen. Nein, ich will keine Presence. Was ist denn ein Meteorite? Warum? Hä, jetzt ist hier noch einer. Warum hat er denn jetzt nur den einen angegriffen? Warte mal, erstmal gucken, was es hiermit auf sich hat. Help. It can be sold for a very high price. Nothing happens if you use it. A good explanation is kind of tough. Aha.
Dann gehe ich das mal direkt wieder verkaufen, damit mir das hier meinen Platz nicht zumüllt. Jetzt kommen wieder, ich wollte gerade sagen, die Außerirdischen. Ich gehe mal weg mit deinem Diamondizing-Scheiß hier. Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Was war gegen die nochmal gut? Nicht Freeze. Nicht Freeze, das weiß ich noch, weil die selber mit Freeze casten. Wir haben jetzt Olaf mit dabei. Ich hoffe, in einer Runde ist das Vieh jetzt down. Bitte. Alle einmal treffen. Wow, der Schaden von Ralf, der kann auf jeden Fall einiges. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 1900, das ist relativ wenig. Das ist relativ wenig, wenn man die Phase berücksichtigt, wo wir uns hier gerade im Spiel aufhalten. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Menge an Kohle, die wir bekommen. Einmal Sel. Mandy. Meteotite. I can buy it for 2000. Ja. Ja. Ist in Ordnung, ne? Nee. Na, ganz ehrlich, das würde ich, wenn wir wieder Platzmangel haben, würde ich das auch mal wegwerfen. Ich meine, wir haben jetzt ja wieder 70.000 oder so angehäuft. Aber die Gegner nerven schon so ein bisschen. Ich will einfach nur nach Süden. Und übernachten wäre auch nicht schlecht. Aber wir sind ja bald bei den Zelten. Deswegen sollte das eigentlich kein Thema sein. Mann, ich mag diesen Ort eigentlich so gerne. Mir macht dieser Zauber, der macht mir einfach so viel kaputt. Also den Teleport-Zauber meine ich, ne? Das denke ich mal selbstredend. Weil der nimmt immer wenn ich so einen guten Flow habe, dann nimmt er den halt wieder raus. Und das ist... Nee, ich will einfach nur... Ich brauche jetzt erstmal die Erkenntnis, ob ich jetzt hier übers Wasser rüberkomme. Und wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich in meinen alten Parts nochmal graben müssen und gucken, wo ich das Flugdingensteil zuletzt geparkt habe. Also, there are many monsters I've never seen before. I wonder what's happening. You should stay here where it's safe. We don't mind if you stay. Ja, aber ich komme halt im Spiel auch nicht weiter. Ich kann mich ja nicht für das restliche, für mein restliches virtuelles Earthbound-Dasein. Ach so, ja, jetzt natürlich, nachdem ich übernachtet habe. Das ist die Logik der Butterflies. Genau so wollen die hier scheinbar spawnen. Ich will halt nicht für den Rest meines Lebens mich in einem Zelt verschanzen, ne? Mandy hat ein Level-Up bekommen. Oh, sogar mit einem Oh-Baby. Naja. Das ist so ein kleines Pflasterchen auf meine Wunden, die ich heute davon getragen habe. Es ist okay. Aber der Gedanke, dass wir hier trotzdem vielleicht falsch sein könnten, weil es hier kein Voranschreiten gibt, kein Vorankommen, das zermürbt mich trotzdem. Ich weiß nicht, warum ich immer versuche, straight nach unten durchzulaufen, wo ich doch weiß, nach den zig Besuchen hier, dass man hier zickzackmäßig sich fortbewegen muss. So, was hat es mit Tonys Verschwinden auf sich? Tony, Tony, ich hoffe, wir finden dich hier irgendwo. Ich habe jetzt keinen Bock, hier übernachten zu gehen. Oh, da ist ein Äffchen, das ist ein gutes Zeichen, oder? Ja. Yep, I have some chewing gum. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich finde meinen Frieden mit diesem Part. Oh mein Gott, ey, was für ein Krampf. Was für ein Krampf. Ich glaube, dann traue ich mich doch nochmal an die nächste Folge ran, die ich im Anschluss aufnehme. Ey, ich war vorhin so gefrustet. Tut mir auch leid, dass ich heute wieder so hart am Abranten war, aber es ändert auch nichts daran. Auch wenn es jetzt hier so ein kleines Mini-Happy End gibt, es ändert nichts daran, dass diese Teleport-Funktion einfach kompletter Müll ist. Ja. Kompletter Müll. Ich habe mich so gefreut, als es damals freigeschaltet wurde. Ich erinnere mich noch an die Savannenhitze in der Wüste, wo das Äffchen mir auf offener Straße nahelegte, dass ich jetzt Teleportation beherrsche. Wo ich dann am Anfang noch dachte, dass man das nur auf der Straße irgendwie einsetzen kann und in Richtung Tunnel oder so. Die Erkenntnis kam spät, dass das Ding anders funktioniert. Aber trotzdem, ey. Unnötig schwierig. Das ist gerade Balsam für die Seele, denen hier dabei zuzugucken, wie sie in Richtung Labor von Dr. Andonas rüberschippern. Da muss ich aber, glaube ich, nochmal durch die Höhle, ne? Wo wir damals Brick Road, glaube ich, das erste Mal kennengelernt haben. Oder hieß der anders? Ich glaube, das war hier auch schon so ein Brick Road-Ding. Ich habe hier mal einen Part beendet, das weiß ich noch. Lang ist's her. Hier gibt es nichts, oder bin ich jetzt anderswo? Nee, das ist die gleiche Ecke. Oder? Wenn jetzt gleich der Höheneingang kommt, oder kommt der gar nicht? Wo
Wo zur Hölle bin ich? Doch, da ist er. Wenigstens keine neuen Gegner. Und wenigstens lässt er mich mit seinem Diamond-Scheiß hier in Ruhe. Also bisher bin ich davon halt nicht behelligt worden. Das darf auch gerne so bleiben. Keine Ahnung, warum dieser Kampf gerade stattgefunden hat. Der Gegner hat mir nicht mal... Der hat mir nicht mal, Dings nicht mal 1500 zurückgegeben. Ich könnte mir den Weg abkürzen, wenn ich das Item hier mitgenommen hätte, ne? Das heißt, ich werde beim nächsten Mal den ganzen Weg durch die Höhle wieder durchlaufen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das werde ich offscreen tun. Gab's hier Gegner drin? Ich weiß das nicht mehr. Und wenn ja, da waren die, glaube ich, nicht allzu stark. Nee, Leute, das machen wir dann. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich will jetzt hier draußen den Park beenden, weil ich den Song hier so schön finde. Auch wenn die Gegner mich gerade ein bisschen bedrängen. Nee, ich glaube, ich stelle mich jetzt doch wieder rein. Okay, ihr Lieben, wir werden uns beim nächsten Mal auf der anderen Seite sehen. Also quasi am Höhlenausgang. Und dann unsere Route zum Vater von Ralf fortsetzen. Lassen uns überraschen, wohin uns die Reise als nächstes führt und was als nächstes passiert. Wahrscheinlich irgendwas mit Tony oder so. Keine Ahnung. Und vielleicht bekommen wir das Buch, um gegen Schüchternheit irgendwie was Wirksames zustande zu bringen. Das könnte auch nochmal interessant werden. Okay, ihr Lieben, dann sorry nochmal für den ganzen Rant heute. Beim nächsten Mal wird bestimmt alles viel friedlicher und besser laufen als heute. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!